Hallo liebe Schüler, wir werden uns diese Woche mit dem Thema Arbeitszeugnis beschäftigen. Dieses ist inhaltlich Bestandteil der Thematik der Personalwirtschaft. Aufgabe der Personalwirtschaft ist es unter anderem, Personal einzustellen. Dabei ist es gängige Praxis, Bewerbungsunterlagen einzufordern, um die Qualifikation und Eignung prüfen zu können. Bestandteil der Bewerbungsunterlagen ist immer auch ein Arbeitszeugnis, das neben der Qualifikation auch Auskunft über die Leistung des Bewerbers gibt. Dieses Video soll euch nun zeigen, was hinsichtlich der Erstellung eines Arbeitszeugnisses aus Unternehmersicht zu beachten ist. Ein Arbeitszeugnis hat sicher jeder von euch schon in seinen Unterlagen. Gibt man seine Bewerbungsunterlagen ohne ein solches Zeugnis ab, dann fragt sich der potenzielle Arbeitgeber, was der Bewerber zu verbergen hat. Ist der Mitarbeiter vielleicht doch nicht so motiviert, wie er vorgibt? Was ist beim letzten Arbeitgeber schiefgelaufen? Es ist also wichtig und für manche Arbeitgeber schon fast Pflicht, ein Arbeitszeugnis beizufügen. Genauso wichtig ist es aber auch, zu prüfen, ob in dem Arbeitszeugnis die erbrachten Leistungen auch wahrheitsgemäß beschrieben wurden. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an. Ihr seht nun mögliche Formulierungen aus einem Arbeitszeugnis. Stellt euch vor, ihr sollt entscheiden, ob der Bewerber eingestellt wird. Würden euch folgende Beschreibungen überzeugen? Der Bewerber hat alle Arbeiten pflichtbewusst und ordentlich erledigt und war auch mit Interesse bei der Sache. Außerdem war sein Verhalten gegenüber Mitarbeitern und Vorgesetzten stets einwandfrei. Als Grund für das Ausscheiden wird angegeben, dass man sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt hat. Welche Note würdet ihr diesen Beschreibungen geben? Euch ist sicherlich bekannt, dass ein Arbeitszeugnis auch versteckte negative Inhalte haben kann. Es ist allgemein bekannt, dass es einen geheimen Code in Arbeitszeugnissen gibt. Daher ist beim Lesen immer auch Achtung geboten. Es gibt ganze Bücher darüber, welche Formulierungen für welche Leistungsbewertungen stehen. Wir werden am Ende des Videos nochmal darauf zurückkommen. Wie immer seid ihr nun auch aufgefordert, euch die Inhalte unter der Überschrift „Das Arbeitszeugnis“ mit aufzuschreiben. Beginnen wir mit den Arten von Arbeitszeugnissen. Dabei unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Formen. Das einfache Arbeitszeugnis stellt dabei einen reinen Tätigkeitsnachweis dar. Es wird Auskunft über die Art und Dauer der Tätigkeit gegeben, eventuell werden noch zugewiesene Kompetenzen benannt. Die Beschreibungen im einfachen Arbeitszeugnis sind zwar vollständig, aber nicht detailliert und entsprechen daher eher einer Bescheinigung. Der Arbeitnehmer erhält ein einfaches Zeugnis am Ende des Beschäftigungsverhältnisses. Möchte man einen umfassenderen Einblick in die Tätigkeiten haben, dann benötigt man ein qualifiziertes Arbeitszeugnis. Dieses enthält alle Angaben aus dem einfachen Zeugnis. Zusätzlich werden aber im qualifizierten Arbeitszeugnis auch die Leistungen und das Sozialverhalten des Arbeitnehmers bewertet. Es ist also keine reine Bescheinigung, sondern eine gründliche Beurteilung. Dies kommt auch in der Bezeichnung dieser Art von Arbeitszeugnis zum Ausdruck. Es werden die Qualifikationen beschrieben. Und eben auch diese, die sich nicht durch ein Zertifikat nachweisen lassen. Es ist recht aufwendig, ein solches Zeugnis zu erstellen. Daher bekommt man es auch nicht automatisch, sondern muss es beim Arbeitgeber anfordern. Verlangt der Arbeitnehmer ein qualifiziertes Arbeitszeugnis, dann ist es unverzüglich auszustellen. Das qualifizierte Arbeitszeugnis ist dann folgendermaßen aufgebaut. Durch die Überschrift wird auf dem Schriftstück sofort deutlich, worum es sich handelt. Danach folgt die Einleitung, die dem allgemeinen Tätigkeitsnachweis dient. Hier werden die Personalien und die Beschäftigungsdauer beschrieben. Daran schließt sich dann die Tätigkeitsbeschreibung an. Diese ist detaillierter als im einfachen Arbeitszeugnis. Es wird also nicht nur auf das Tätigkeitsfeld hingewiesen, sondern einzelne Aufgabengebiete konkret beschrieben. Dies erfolgt oftmals auch als Aufzählung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Leistungsbeurteilung. Hier wird beschrieben, wie der Mitarbeiter die Tätigkeiten erbracht und umgesetzt hat. Für den neuen potenziellen Arbeitgeber ist es natürlich sehr interessant, welche Soft Skills der Mitarbeiter mitbringt. Und das will er natürlich nicht nur von diesem selbst wissen, sondern auch bestätigt haben. Natürlich kann ein Mitarbeiter jeden Tag zuverlässig auf Arbeit kommen, aber nur durch körperliche Anwesenheit hat man noch lange keine gute Leistung erbracht. Hat man im Unternehmen auch Führungsverantwortung übernommen,
Dann gibt es im qualifizierten Arbeitszeugnis auch eine Führungsbeurteilung. Auch hier wird die Leistung beurteilt, nicht nur die erworbene Qualifikation. Der Grund des Ausscheidens wird auch immer mit aufgeführt. Es ist schließlich interessant zu wissen, ob der Bewerber gekündigt hat oder gekündigt wurde. Abschließend gibt es noch einen Schlusssatz mit Grußformel. Natürlich ist der Aufbau nicht gesetzlich vorgeschrieben und kann nach eigenem Ermessen angepasst werden. Es ist nicht nur notwendig zu wissen, was man in ein Arbeitszeugnis schreibt, man muss auch darauf achten, was nicht in einem Arbeitszeugnis stehen darf. Bestimmte persönliche, gesundheitliche und politische Angaben haben in einem Arbeitszeugnis nichts zu suchen. Beginnen wir mit dem Persönlichen. Die Leistungsbeurteilung ist richtig und wichtig, das außerdienstliche Verhalten ist aber unerheblich. Was man in seiner Freizeit macht, hat nichts mit der Arbeit zu tun. Auch wenn man als Arbeitgeber nicht alles gutheißt, was ein Mitarbeiter in seiner Freizeit macht, solange der Mitarbeiter seine Arbeit erledigt, gibt das Verhalten nach der Arbeit keinen Anlass zur Beurteilung. Auch eine Nebentätigkeit des Mitarbeiters gehört nicht ins Arbeitszeugnis. Das muss der Bewerber dann eigenständig mit dem neuen Arbeitgeber klären. Mitarbeiter unterliegen in manchen Unternehmen einem sogenannten Wettbewerbsverbot. Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber nicht ohne dessen Einverständnis Konkurrenz machen darf. Auch das ist eine vertragliche Vereinbarung, die nur diese beiden Parteien betrifft. Sollte der bisherige Arbeitgeber Kenntnis darüber haben, dass der Mitarbeiter unter Verdacht steht, eine strafbare Handlung begangen zu haben, dann ist es nicht erlaubt, dieses Wissen weiterzugeben, zumal der Verdacht ja nicht automatisch bestätigt werden muss. Hat der Mitarbeiter tatsächlich eine oder mehrere Straftaten begangen, die aber nicht unmittelbar das Arbeitsverhältnis berühren, dann darf dies auch nicht Bestandteil des Arbeitszeugnisses sein. Auch Angaben zur Gesundheit eines Mitarbeiters sind im Arbeitszeugnis nicht erlaubt. Im Bewerbungsgespräch darf zum Beispiel nicht gefragt werden, ob eine Bewerberin schwanger ist. Diese Frage dürfte sogar wissentlich falsch beantwortet werden. Aussagen über eine Schwangerschaft oder einen bestehenden Mutterschutz gehören also nicht in ein Arbeitszeugnis. Auch eine Schwerbehinderteneigenschaft ist etwas so Persönliches, dass es nicht im Arbeitszeugnis stehen darf. Ist der Bewerber in irgendeiner Form schwerbehindert, dann muss er selbst entscheiden dürfen, ob er dies preisgibt oder nicht. Auch die Krankheitstage oder der allgemeine Gesundheitszustand sind nicht zulässig. Die politische Einstellung des Mitarbeiters, für den das Arbeitszeugnis ausgestellt wird, ist für dieses unerheblich. Auch eine mögliche unternehmenspolitische Beteiligung an Gewerkschaften oder dem Betriebsrat darf nicht erwähnt werden, da dies nicht im direkten Zusammenhang mit seiner Arbeitsleistung steht. Dazu gehört natürlich auch, wenn der Mitarbeiter an Streiks rechtmäßig teilgenommen hat oder im Rahmen des Streiks vom Arbeitgeber ausgesperrt wurde. Dies ist sicherlich keine vollständige Auflistung, zeigt aber, dass im Arbeitszeugnis nur das zu beschreiben und zu bewerten ist, was direkt mit der Tätigkeit und Leistung in Zusammenhang steht. Nun ist es wichtig, die Grundsätze kennenzulernen, die bei der Zeugniserstellung zu beachten sind. Für ein Arbeitszeugnis gibt es drei Grundsätze. Ein Arbeitszeugnis muss vollständig sein, die Wahrheit sagen und wohlwollend formuliert sein. Da in diesem auch die Tätigkeiten beschrieben werden, die über ein reines Zeugnis oder Zertifikat hinausgehen, bietet es dem Bewerber die Möglichkeit, nachzuweisen, welche Tätigkeiten tatsächlich übernommen wurden und welche Erfahrungen gewonnen wurden. Da der Nachweis vom Arbeitgeber ausgestellt wird, ist dies gleichzeitig eine Bestätigung, was sehr vorteilhaft für den Bewerber ist. Daher muss das Arbeitszeugnis vollständig sein. Entspricht die Beschreibung in einem Arbeitszeugnis nicht der Wahrheit, dann kann der Arbeitnehmer im äußersten Fall auch Schadensersatz geltend machen, da im schlimmsten Fall die Chancen auf einen neuen Arbeitsplatz sinken. Natürlich sollte man als erstes ein wahrheitsgemäßes neues Zeugnis einfordern. In einem Arbeitszeugnis soll die Wahrheit stehen, aber nicht die schonungslose Wahrheit. Daher wird eine wohlwollende Formulierung vorausgesetzt. Man kann also nicht schreiben, dass der Angestellte faul und unzuverlässig war, da das berufliche Fortkommen behindert. Mit einem solchen Zeugnis ist es fast aussichtslos, auf normalem Weg an eine Anstellung zu kommen. Ihr seht ja schon den Widerspruch. Man soll die Wahrheit sagen, darf aber nicht die Wahrheit sagen. Um diese Unvereinbarkeit zu umgehen, nutzt man eben den Formulierungscode in der Leistungsbeschreibung. Egal wie gut oder schlecht die Leistung war,
Im Arbeitszeugnis klingt die Formulierung immer gut. Es kommt aber auf die Feinheiten an. Man muss zwischen den Zeilen lesen. Zwischen den Zeilen ergibt sich nämlich durch die Formulierung eine Notenskala. Man kann also aus dem Wortlaut herauslesen, mit welcher Schulnote die Leistung bewertet wurde. Dabei zählt jedes Wort und jeder Buchstabe. Schauen wir uns eine gängige Formulierung der Leistungsbewertung an. Wenn man nun sagt, der Mitarbeiter führte alle Aufgaben zu unserer Zufriedenheit aus, was denkt ihr? Welche Schulnote steckt hinter diesem Satz? Berücksichtigt dabei, dass dieser Satz in jedem Fall wohlwollend formuliert ist. Da hier jeder Buchstabe zählt, ist diese Bewertung, obwohl sie ganz gut klingt, nur eine ausreichende Bewertung. Vergleicht hier die Unterschiede in den Formulierungen. Ist man nur zufrieden, dann ist es eben auch nur eine 4. Ist man schon voll zufrieden, dann ist es schon eine Note 3. Für die guten und sehr guten Bewertungen wird dann das unscheinbare Wort stets zur Hilfe genommen. Und das Wort voll wird für eine sehr gute Bewertung nochmals gesteigert. In die andere Richtung könnt ihr sehen, dass auch die Bewertungen nach Note 5 und 6 noch gut klingen. Die Formulierung entspricht dem Grundsatz der wohlwollenden Formulierung. In der Note 5 fehlen aber die besagten zusätzlichen Wörter und Buchstaben, auch wird nicht mehr auf alle Aufgaben verwiesen. Das ist dann der Code dafür, dass die Arbeit mangelhaft war. Im ungenügenden Bereich wird dann sehr oft wohlwollend auf die persönlichen Möglichkeiten Bezug genommen. Das klingt nicht schlecht, ist es aber. Dann lag es nämlich in der Persönlichkeit des Bewerbers, dass er einfach faul war. Kommen wir nun nochmal auf das Beispielzeugnis vom Anfang zurück. Ich möchte gerne erklären, was im Arbeitszeugnis stand und was es letztlich bedeutet. Wenn man alle Arbeiten pflichtbewusst und ordnungsgemäß erledigt, dann heißt das nichts anderes, als dass man nur das Nötigste gemacht hat. Man war ein Bürokrat ohne Eigeninitiative, da man nur stur das gemacht hat, was der Chef wollte. Darüber hinaus konnte man von dem Mitarbeiter nichts erwarten. War man mit Interesse bei der Sache? Dann hat man sich angestrengt, aber nichts geleistet. Kennt ihr diese Mitarbeiter, die stundenlang nach einer Lösung für ein Problem suchen, wofür ihr 5 Minuten braucht? Dann waren sie mit Interesse bei der Sache. Sie haben sich ja wirklich damit beschäftigt. Aber produktiv waren sie in keinster Weise. Steht im Arbeitszeugnis, dass das Verhalten des Mitarbeiters gegenüber Mitarbeitern und Vorgesetzten stets einwandfrei war, dann fällt auf, dass hier das Wort stets enthalten ist. Das weist auf eine gute Bewertung hin. Zu beachten ist aber auch, dass hier die Kollegen vor den Vorgesetzten genannt werden. Und das bedeutet, dass das Verhältnis zu den Kollegen besser war als zur Unternehmensführung. Und das sehen die Chefs natürlich nicht gerne. Und schließlich wurde angegeben, dass man sich im beiderseitigen Einverständnis getrennt hat. Das ist die wohlwollende Beschreibung dafür, dass man den Mitarbeiter gekündigt hat. Ihr seht, vielleicht hattet ihr am Anfang den Eindruck, das klingt doch eigentlich ganz gut, diese Person hat ein gutes Arbeitszeugnis, aber wenn man zwischen den Zeilen liest und auf Wörter und Buchstaben achtet, dann sieht das dann leider schon wieder ganz anders aus. Damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Lest euch doch mal eure Arbeitszeugnisse genau durch. Stellt euch dabei die Frage, wurde meine Leistung wirklich wahrheitsgemäß bewertet? Der Schlüssel, der in den Formulierungen steckt, ist ziemlich kompliziert. Es kann durchaus vorkommen, dass der Verfasser eine gute Bewertung abgeben wollte, aber unwissentlich die Leistung schlechter gemacht hat, weil er nicht auf das notwendige zusätzliche Wort geachtet hat. Ihr könnt dabei Quellen aus dem Internet zur Hilfe nehmen, die helfen einem dabei, das Arbeitszeugnis zu übersetzen. Nun bleibt nur noch zu sagen, bleibt auf jeden Fall gesund, wir hören oder schreiben uns.